Moin Leute, und heute zeige ich euch wieder einen Unlimited Money Glitch mit Bypass. Aber das Wichtigste erstmal zuerst. Ja Leute, es ist möglich, 20 Fahrzeuge in einem Rutsch zu duplizieren. Auch wenn es unmöglich klingt, es geht Leute. Der Glitch ist einfach wirklich richtig, richtig heftig. Aber was braucht ihr für diesen Glitch? Für diesen Glitch braucht ihr mindestens zwei Freunde. Und ihr braucht ein Büro inklusive zwei Firmengaragen. Es ist ein Muss, dass ihr mindestens zwei Firmengaragen habt. Und außerdem brauchen die Firmengaragen auch noch die hauseigene Tuning-Werkstatt. Das ist wiederum auch sehr, sehr wichtig. Und außerdem müssten wirklich sämtliche Garagen voll sein. Das ist sehr, sehr wichtig. Und ihr müsst einfach in einer Freundessitzung sein. Und natürlich braucht ihr Fahrzeuge, die ihr duplizieren wollt. Je mehr Fahrzeuge bzw. je mehr LG Retro Customs ihr besetzt, desto mehr könnt ihr auch auf einmal duplizieren. Und ihr braucht natürlich auch genauso viele normale LGs in einer anderen Firmengarage. Das bedeutet jetzt also, der LG Retro Custom darf nicht in der gleichen Firmengarage sein wie der normale LG RH8. Das ist sehr, sehr wichtig. Also wenn wir jetzt zum Beispiel in der Firmengarage 1 20 LG Retro Customs besitzen und in der Firmengarage Nummer 2 20 normale LGs RH8, dann können wir aus diesem Glitch aus 20 LG Retro Customs auf einmal 40 LG Retro Customs machen. Das ist richtig heftig. Auch wenn man sich das gerade nicht so vorstellen kann, ihr werdet es ja gleich sehen. Und außerdem, Leute, muss der LG Retro Custom ein personalisiertes Nummernschild haben. Also ein persönliches Nummernschild. Das ist sehr, sehr wichtig. In meinem Beispiel habe ich das Nummernschild NHW. Aber bevor wir mit dem Glitch anfangen, würde ich euch jetzt schon mal zu bitten, den Like-Button mal so richtig zu verprügeln. Und für die Leute, die mich auch überhaupt gar nicht kennen, können mich natürlich auch kostenlos abonnieren, damit sie keine krassen Glitches wie dieses hier verpassen. Aber ich muss sagen, fangen wir mal mit dem krassen Glitch an. Als erstes seid ihr natürlich mit euren Freunden in einer Freundessitzung. Seid ihr in der Freundessitzung, geht ihr in die Firmengarage Nummer 1, wo der LG Retro Custom steht. Bei mir habe ich jetzt zum Beispiel nur eine, weil ich halt leider nur einen besitze. Aber bei euch könnten zum Beispiel 20 da drinnen stehen. Je nachdem, wie viel ihr auf einmal duplizieren wollt. Auf jeden Fall seid ihr in der Firmengarage, ladet ihr einen Freund in eure Firmengarage ein. Der andere Freund geht jetzt einfach in irgendeinen Job von Rockstar. Zum Beispiel in einer Mission, zum Beispiel Job für einen Titan oder sonst irgendwo. Es ist völlig egal, welche Mission, aber Hauptsache irgendeine Mission, wo er dann im Jobmenü gammelt erstmal. Ist der andere Freund dann endlich mal da, steigt ihr in das Fahrzeug ein, was sich bei euch auf dem 6. Stellplatz befindet. Seid ihr eingestiegen, drückt ihr die PlayStation-Taste und geht auf Party und tritt eurem Freund bei, der im Jobmenü gammelt. Was jetzt ganz wichtig ist, Leute, eine kleine Timing-Sache, sobald ihr auf Sitzung beitreten klickt, müsst ihr sofort die rechte Falltaste spammen, so als würdet ihr in den LS Customs von der Firmengarage wollen. Also ich mache das jetzt hier, ich trete ihn jetzt bei, spam ist die rechte Falltaste. So, ihr seht es hier, auf einmal kommt die schwarze Meldung. So, da bin ich sicher, seid, dass ihr beitreten wollt. So, jetzt sagt ihr eurem Freund, jo, ich habe die Meldung, du kannst rausgehen. Sobald er aus dem Job rausgegangen ist, könnt ihr jede Meldung mit X bestätigen. Also ihr bestätigt die Meldung, dass ihr beitreten wollt und ihr bestätigt die Meldung, dass die Sitzung nicht mehr existiert. Und bumm, ihr steht neben eurem Fahrzeug. Und jetzt könnt ihr eurem Freund fragen, der mit euch im Fahrzeug saß, ey yo, hast du einen Blackscreen? Wenn er einen Blackscreen hat, habt ihr alles richtig gemacht. Denn ihr müsst jetzt einfach zum blauen Kreis gehen und das Fahrzeug von Stellplatz 6 auf Stellplatz 5 umparken. Und wenn das Fahrzeug auf dem 6. Stellplatz unsichtbar wird, Jackpot Leute, ihr habt es geschafft. Wenn das Fahrzeug unsichtbar ist, geht ihr aus dem Menü wieder heraus. Und wartet jetzt als normale Person darauf, dass das Fahrzeug wieder sichtbar wird, beziehungsweise dass euer Freund sichtbar wird. Ist das Fahrzeug beziehungsweise euer Freund sichtbar geworden, geht ihr zum Fahrstuhl und geht in die andere Firmengarage, wo die normalen LGs stehen. In meinem Fall ist es ja die Firmengarage Nr. 2. Seid ihr in der zweiten Firmengarage angekommen, geht ihr jetzt wieder in den blauen Kreis. Seid ihr im blauen Kreis drinne, wählt ihr einen normalen LG aus. Es ist völlig egal welcher, aber Hauptsache irgendeinen. Und drückt dann einmal X, um ihn zu bearbeiten, so gesehen. Dann könnt ihr nämlich die Viereckstaste drücken, um auf andere Ebene zu verschieben. Wenn ihr ein Viereck gedrückt habt, habt ihr das Menü, ob Firmengarage 1 oder 3 in meinem Fall. Ihr geht dann in Firmengarage 1 und geht dann auf den LG Retro Custom, der auf Stellplatz Nr. 5 steht, glaube ich.
Habt ihr das gewechselt, könnt ihr natürlich jetzt immer weiter wechseln. Ihr geht da zum nächsten normalen LG, drückt da einmal X drauf, drückt dann die 4X-Taste und geht dann wieder in die Firmengarage 1 und geht dann wieder von irgendeinem anderen LG Retro Custom. Und immer so weiter und so weiter. In meinem Fall hatte ich leider nur ein LG Retro Custom, aber ich glaube, ihr versteht das Prinzip, wie ihr mehrere Fahrzeuge mit einem Rutsch duplizieren könnt. Na gut, habt ihr dann alles abgeschlossen, geht ihr aus dem Menü raus, geht dann zum Fahrstuhl und verlasst das Gebäude. Denn Leute, ihr müsst euch jetzt ein Straßenfahrzeug suchen. Aber keine Luxuskarre, nein Leute, ein normales Straßenfahrzeug, was auch ins LS Customs kann. Und fahrt natürlich dann jetzt zum LS Customs. Seid ihr dann jetzt bei LS Customs angekommen, kauft euch jetzt da einen Peilsender ein. Ihr werdet eine Meldung erhalten, dass ihr ein Fahrzeug ersetzen müsst. Ihr bestätigt die Meldung, geht dann auf Firmengarage 1 und geht dann auf den normalen LG RH8. Ihr habt den ja dahin umgeparkt und ersetzt den normalen LG. Habt ihr das dann gemacht, fahrt ihr einfach wieder aus den LS Customs hinaus. Und diesen Schritt müsst ihr mit jedem normalen LG machen, der jetzt in Firmengarage Nummer 1 steht, wo ihr halt geglitscht habt. Also wenn ihr es zwei bzw. das Fahrzeug dreimal dupliziert habt in diesen einen Rutsch so gesehen, müsst ihr jetzt dreimal ein Straßenfahrzeug suchen, dreimal in LS Customs reinfahren und dreimal einen normalen LG in Firmengarage Nummer 1 austauschen mit dem Peilsender. In meinem Fall habe ich das nur leider einmal gemacht bzw. machen können, deswegen bin ich jetzt auch fertig und fahre jetzt aus den LS Customs hinaus. Jetzt müsst ihr euch einfach als MC registrieren und das Fahrzeug einlagern lassen. Und ihr fahrt dann einfach zurück zur Firmengarage Nummer 1. Und ihr werdet sehen, Leute, sobald ihr in der Firmengarage angekommen seid, boom, da steht ein LG Retro Custom. Beziehungsweise bei euch, boom, die ganze Garage steht voller LG Retro Customs. Wie geil ist das denn? Aber Leute, wir sind noch nicht fertig. Denn Leute, die Fahrzeuge sind noch keine Safe-Kopie. Das bedeutet, sobald wir GTA verlassen, sind das wieder normale LGs RH8. Was müsst ihr tun? Ihr steigt einfach ins Fahrzeug ein und drückt die rechte Falltaste, um in die hauseigene Tuningwerkstatt zu gelangen. Seid ihr in der Tuningwerkstatt angekommen, ändert ihr irgendetwas. Es ist völlig egal, was ihr ändert, aber es muss auf jeden Fall irgendwas geändert werden. In meinem Fall nehme ich einfach ein Nummernschild, da ein Nummernschild einfach am billigsten ist. Habt ihr dann irgendwas geändert, fahrt ihr dann wieder zurück zur Firmengarage Nummer 1. Und diesen Schritt müsst ihr natürlich auch für jedes Fahrzeug, was ihr euch dupliziert habt, wiederholen. Also wenn ihr jetzt 20 auf einmal dupliziert habt, müsst ihr es natürlich dann 20 mal machen. Aber in meinem Fall, wie gesagt, habe ich ja nur einmal dupliziert, deswegen bin ich jetzt so gesehen fertig mit dem Glitch. So, ich gehe jetzt nochmal kurz in Firmengarage Nummer 2 und zeige euch, dass das Fahrzeug sich wirklich dupliziert hat. Sprich, ich hole kurz mein LG Retro Custom, also das Duplikat, aus der Firmengarage Nummer 1 in die Firmengarage Nummer 2. Damit ihr seht, dass es das wirklich dupliziert hat. So, ihr seht es jetzt, Leute. Das erste Fahrzeug, also mein Duplikat, hat ein blaues Nummernschild und das Originale hat ein schwarzes Nummernschild. Und so einfach geht das, Leute. Und rein theoretisch, Leute, hättet ihr wirklich 20 Fahrzeuge in einen Rutsch duplizieren können. Ohne Schwierigkeiten. Ich werde jetzt natürlich jetzt mein Duplikat verkaufen und zeige euch, wie viel das Fahrzeug wert ist. In meinem Fall brachte das Fahrzeug $971.000, also fast eine knappe Million Dollar für ein Fahrzeug. Das ist schon richtig, richtig heftig. Und Leute, dieser Glitch ist mit Bypass. Das bedeutet, ihr könnt die Fahrzeuge durchgehend verkaufen, ohne 45 Minuten zu warten. Aber Leute, natürlich auch aufpassen mit dem Verkaufen, denn ihr könnt pro Tag bzw. 30 Stunden nur 8 Fahrzeuge verkaufen. Ihr könnt natürlich auch gerne mehr verkaufen, aber da läuft die Gefahr, dass sich das Anti-Cheat-System bei euch einschaltet bzw. euch entdeckt und dann könnt ihr einfach im Endeffekt gar nichts mehr verkaufen oder es passiert sogar noch was Schlimmeres mit eurem Account, je nachdem wie lustig gerade Rockstar so ist. Ah ja, noch eine kleine Nebeninfo, wenn ihr ein Flugzeug bzw. ein Pegasus-Flugzeug aus dem Hangar entfernt, wird es auch mit den Autoverkäufen dazu gerechnet. Deswegen müsst ihr auch ein bisschen Auge drauf haben, was ihr alles aus dem Hangar entfernt bzw. was ihr verkauft. Aber das war's dann auch schon mit dem Glitch. Wenn euch der Glitch gefallen hat oder sogar weitergeholfen hat, würde ich mich jetzt übelst freuen, wenn ihr für dieses Video einen Daumen nach oben geben könntet. Und für die Leute, die mich auch überhaupt gar nicht kennen, könnt ihr mich natürlich auch kostenlos abonnieren, damit sie keine krassen Glitches wie dieses hier verpassen. Aber ich bin jetzt mal raus, euer Wombat. Ciao.